Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder meinen Monk ein wenig weiter leveln. Mittlerweile ist er Stufe 100. Da haben wir ja das letzte Mal hier in WoD einmal ein bisschen durchgezogen. Und jetzt wollte ich noch die letzten Bonusziele hier einmal machen und dann mich nach Legion bewegen. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Invasion ist, glaube ich, auch gerade noch offen. Also da geht dann noch ein bisschen was. Ich habe jetzt hier meinen Hunter noch da, der unten, seht ihr, einfach sich einmal im Kreis dreht und hier das ein bisschen beschleunigt. Okay, jetzt müssen wir sogar tatsächlich nur noch einmal in das Ding rein, dann haben wir es schon. Das habe ich jetzt das letzte Mal auch schon gemacht. Einfach mit dem zweiten Account diese Bonusziele einmal durchgeballert. Das geht nämlich echt am allerschnellsten. Also da hat man es dann innerhalb von ein paar Sekunden so ein Bonusziel fertig, ne? Nicht, wenn man nicht gerade hier in so eine Maschine einsteigen muss und so ein Special-Zeug basteln. Also, und bringt immer noch, ja, jetzt bin ich quasi 110 und hab, nee, 100, so rum, nicht 110, und hab hier trotzdem noch 124.000 bekommen. Also das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Gut, jetzt wollten wir die letzten noch machen, und zwar einmal drüben in Nackrand. Da sind nämlich auch nochmal drei Stück, die wir noch offen haben. Und dann haben wir nochmal in Legion, meine ich, in jedem Gebiet nochmal so um die drei, so ganz grob geschätzt. Und die Invasion auch noch. Und ich denke mal, ja, ein paar Level kriegen wir da auf jeden Fall noch hoch. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Und das Restliche werde ich dann eh wahrscheinlich über die Legion-Invasion über die Tage machen. Und ja, dann kommen wir. Das wird wahrscheinlich jetzt hier schon die vorletzte Folge von dem Monk. Die letzte wird dann noch, werden dann noch die letzten paar Level sein, so wie ich es auch bei den anderen Klassen schon gemacht hatte. Und zwischendrin mache ich dann noch ein paar Legion-Invasionen und ja. Das hat sich dann relativ schnell, vor allem jetzt mit dem nochmal abgesenkten EP, ne, geht das so zügig. Also das ist echt richtig nice. Mit meinem Dunkeleisenzwerg bin ich auch schon relativ weit. Also ja, hat sich dann quasi das Leveln schon fast wieder erledigt, bis ja dann die nächsten rauskommen. Also sowohl der na, was kommt da noch hier? Der Zandalari-Troll ist ja das nächste, was da noch offen ist. Und dann haben wir noch den Dings offen hier, den Kulthyras-Menschen, genau, die beiden kommen. Und da bin ich so ein bisschen überlegen, ob ich die beide tatsächlich als Druid spielen soll, weil die beide relativ coole Gestalten haben als Druid, ne? Also Zandalari-Trolle hat ja diese ganzen Dinos, das ist halt sehr, sehr cool. Und der Kulthyras-Mensch hat diese Druss-Typen, also diese Baumviecher. Und die haben auch sehr, sehr coole Druid-Gestalten. Also, wobei ich jetzt halt ein bisschen hin und her gerissen bin. Wenn ich zwei neue Völker habe, die werde ich dann wahrscheinlich wieder nacheinander hochspielen oder parallel, je nachdem. Das muss ich mir nur überlegen. Wenn das dann aber beides Druids sind, dann ist vielleicht schon ein bisschen monoton. So, damit sind wir 101. Ihr habt gesehen, das meiste mache ich. Ich bin jetzt hier nur rumgeflogen, weil ich das meiste mit dem zweiten Account hier mache. Den habe ich nämlich einmal hier. Und ja, 110er einfach ein bisschen reinschießen. Da hat sich das so schnell erledigt. Mit 120er kannst du dich schnell durch Inis ziehen. Ja, das wäre richtig. Bloß auf dem zweiten Account habe ich leider keinen 120er, soweit ich weiß, ne? Da habe ich nur diesen 112er und der zieht zwar hier jetzt noch relativ gut an. Aber dann auch schon nicht mehr, ne? Also für Dungeons wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen, würde ich fast schätzen. Also mit meinem Main wird das sicher gehen. Der ist aber blöderweise auf demselben Account wie. Achso, die muss man befrieden, ne? Die Typen hier. Ja gut. Bin ich jetzt gar nicht mehr in dem Dingsgebiet drin, in dem Workfest? Oder hat er die anscheinend gemacht? Ah, der hat die anscheinend gemacht schon, ne? Na, dann sehe ich bloß, was die anderen hier noch offen haben. Warte mal, müssen wir den Boss töten? Jetzt muss ich bloß mal gucken, was brauchen wir denn jetzt hier noch? Ich habe Also wir den Boss müssen. gerade gekillt. Ah, okay, passt. Nee, weil mit meinem Hunter habe ich das schon gemacht anscheinend. Und dann sehe ich das nicht. Okay, doch, wir sind fertig. Nochmal in die Höhle reingeballert. Was kriege ich denn jetzt? Immer noch 99.000. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist mehr, als was du ja, für so ein Bonusziel in Legion, glaube ich, kriegst. Die 99k. Also das rentiert sich auf jeden Fall.
So, ein Ding haben wir jetzt noch, und zwar hier hinten. Und dann ist halt die Überlegung, ob wir trotzdem hier noch ein paar Sachen aufmachen, ne? Also du hast hier auch noch die Sachen, die du looten kannst. Die bringen aber jetzt halt auch schon ein bisschen weniger, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt in Dinge reinlooten, gut 14.000, ne? Jetzt ist halt da die Überlegung, ob man das dann noch macht. Jetzt haben wir die, ja gut, die Monk-Quest, die bringt halt wesentlich mehr. 37.000, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja, das muss man sich halt überlegen. Dafür sind die halt schnell einmal aufgehoben, ne? Einmal hingeflogen, einmal reingelootet. Das wäre jetzt bitter gewesen, wenn ich runtergefallen wäre. Also, ja. Das können wir gucken. Eigentlich hatte ich ursprünglich überlegt, ob ich es bei dem Char genauso mache wie bei meinem Dunkeleisenswerk. Da hatte ich ja hier Sachen aufgehoben. Ich meine, bis Level 103 war das letzte Mal. Da hat das nur einigermaßen EP gebracht. Und ja, halt die Überlegung, bis was für ein Level man das macht und wann man dann einfach nur über die Legion-Invasionen weiter bastelt. Weil die bringen halt jetzt richtig, richtig krass EP, ne? Kriegst du teilweise 200k oder so, wenn du so ein Doppel-EP-Ding hast. Gut, mit der Allianz hat es ein bisschen mehr gebracht, das mit der Horde, ne? Hat den Hintergrund, weil ja auch der Warmode mit reinzählt. Und bei der Allianz hast du ja meistens den Warmode, der hier 30% bringt, ne? Weil es ja so ein bisschen nach dem Fraktionsbalance ausgelegt ist. Heißt, die Fraktion, wo weniger Leute im Warmode sind, die kriegt mehr Prozente, ne? Und die Allianz ist halt standardgemäß ja, die unterlegene Fraktion. Deswegen kriegt die eigentlich immer 30%, die Horde leider nur 10%, weil sie halt immer mehr sind, ne? Das ist halt so der Nachteil. Wobei ich jetzt sowohl bei der Allianz als auch bei der Horde nicht großartig PvP-Kämpfe hatte während dem Leveln. Ich habe zwar im Low-Level zu 90% über Dings gelevelt, über Dungeons, also ich bin da eh nicht in die freie Wildbahn gestiefelt, aber jetzt hier auch in Draenor bin ich jetzt eigentlich selten irgendwem über den Weg gelaufen, ne? Und wenn, war das eigentlich auch meistens ganz friedlich. Gut, ich habe jetzt auch einen hochleveligen Char dabei, ne? Also falls was gewesen wäre, hätte man da immer noch intervenieren können, aber naja. Soweit ist es gar nicht gekommen. Vielleicht habe ich die Leute auch schon abgeschreckt, ne? Das mag auch sein. Und oder, was noch dazu kommt, dass ich natürlich auch jetzt relativ spät hier unterwegs bin, ne? Wenn du jetzt vielleicht am Nachmittag das machst, dann sehe das vielleicht auch nochmal anders aus. Und vielleicht hättest du dann mehr PvP-Kämpfe und wärst dann mehr dadurch aufgehalten. Das weiß ich halt nicht, ne? Das lässt sich jetzt schlecht rekonstruieren, wie es denn gewesen wäre. Aber so muss ich sagen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du in Stranglethorn questest, ne, dass es dann vielleicht ein bisschen anders ist. Stranglethorn, das alte PvP-Gebiet, wo du damals dich schon bis zum Tode bekriegt hast. Ich weiß noch, ich habe zu Burning Crusade war das, glaube ich, habe euch auf dem PvP-Server angefangen, einen Char zu spielen, weil ich mit einem Kollegen, mit dem ich damals in der Schule war, ja, das war wann das 2006, 2007 oder so rum, haben wir zusammen gezockt gehabt. Und er hat sich einen Char bei mir gemacht auf dem Server, ich einen Char bei ihm auf dem Server und er hat auf dem PvP-Server gespielt, ne? Meine Herren. Ich hatte, also so lange habe ich noch nie das Stranglethorn gebraucht wie da, weil du dich da quasi durchgehend mit irgendwelchen Leuten gekriegt hast. Das, ja. Das war schon eine Aktion. Aber es war auf eine andere Weise, war es schon lustig zu spielen, es hat Spaß gemacht, aber effizient war es halt nicht, ne? Du bist halt, hast halt eine Quest gemacht, dann kam halt irgendein Typ an, du hast dich halt mit dem gebettelt, irgendwie. Du hast ihn gekillt, er hat dich gekillt, immer so hin und her, ne? Damals musstest du ja noch recken und alles, da warst du ja, warst du ja ziemlich anfällig auch gegen sowas, ne? Und das hat halt einfach übelst aufgehalten, also bist halt nicht vorangekommen mit dem Level. Aber so, das Open PvP war halt schon toll und dann irgendwann hat der eine umgelockt, dann hat der andere umgelockt, dann ging das hin und her und ach, das waren noch Zeiten. So in dem Ausmaß hast du das ja jetzt gar nicht mehr. So, jetzt haben wir hier das letzte Bonusziel. Jetzt fliege ich mal hier noch so etwa in der Mitte rein. Und dann können wir. Warte mal, ich kann auch den Hunter einmal rüber switchen. Dann seht ihr auch, was ich am machen bin. Glaube, ich muss einmal nach unten sogar gehen. Und unten den einen Boss killen, ne? Soweit ich weiß. Okay, den kann ich anscheinend nicht abschießen. Der steht in der Wand drin, der Typ. Hat sich versteckt, ne?
Meiner Rache entzieht er sich. Ich glaube, hier unten musste ich irgendeinen killen. Ah, nee, da war der Schatz. Da hätte ich gar nicht rein müssen. Ja, gut, da hätte ich jetzt mit dem anderen reinlaufen sollen, ne? Aber, komm, egal. Den einen Schatz, den lasse ich liegen. Nicht so wichtig. Der eine ist oben auf dem Dach, ne? So war das. Muss da, fliege ich hoch, schneller als da ran zu laufen. Einer war, glaube ich, auf dem Steg, ja. Hier, den muss ich umboxen. So. Da hätte ich Sperrfeuer jetzt reinhauen sollen, warte. Heute jetzt gar nicht erwischt. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Die Vorratskisten müssen wir hier noch zerstören. Ich hoffe, die zählen mit, wenn du das machst. Für alle zählen. Und dann brauchen wir noch. Achso, ja, sonst nur noch Vorratskisten, ne? Sobald ich die alle gekillt habe. Wunderbar. Also die Vorratskisten habe ich schon freigeschossen. Sollen wir gleich sehen, ob die. Ja, doch, die scheinen mitzuzählen. Okay, passt. Die kann ich mit dem anderen auch aufmachen. Das bleibt sich gleich. Oh, 33p habe ich gekriegt pro. Kann ich mit beiden Chars gleichzeitig Vorratskisten aufmachen? Multitasking hier. Halt, wir brauchen nur einen Dude, oder was? Ernsthaft? Einen brauchen wir noch. Warte, den hier schnappen wir uns. So, perfekt. Ja, es gab wieder 99.000. Also das lohnt sich. Das lohnt sich richtig. So, ich würde sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen Schätze. Und sobald es halt zu wenig bringt, gehen wir nach Legion und machen da weiter. Dann muss ich eh noch die kurze Pre machen, ne? Für das Gedönse. Oh, wo war der jetzt? War der oben drauf? Auf dem Baum? War, glaube ich, auf dem Baum, ne? Ah ja, hier. Das ist das Zeug, wo du eigentlich mit dem Gleiter die ganzen Sachen erreichen musst. Aber ja, das kannst ja mittlerweile alles fliegen, deswegen ist es easy. Deswegen ist es easy. Wo ist der? Der ist nicht auf dem Baum oben, oder? Nee, der liegt flackt unten. Das ist da, oder? Ah, shit. Den müssen wir fix umboxen. Es dauert jetzt zu lang, bis ich da mit meinem Hunter wieder herfliege. Hauen wir die lieber so um. Nö, also wenn ich nur 120er hätte, ja, der gut equipped ist auf dem Dings-Account, würde ich das machen. Dann könnte ich mich selber da fix durchboxen. Habe ich jetzt aber leider nicht, weil meine ganzen Horden-Chars jetzt auf dem Account sind, ne? Also deswegen schaut das eher schlecht aus. Oben ist der Kristall. Mal schauen, wie viel weniger man kriegt, wenn man Level up ist. Ich glaube, das hier war unten in der Höhle drin, ne? Ja. War in der Höhle, das kriegst du nicht. Und das andere? Das hier auch, oder? Ne, das ist hier. Ja, passt. Jupp, Level up, wunderbar. Jetzt sind wir 102. Also bis dahin geht es noch ganz gut. 14.000 ist okay, oder? Also da kann man jetzt, glaube ich, nicht meckern. 14.000 ist soweit ganz okay. Sollen wir das in der Höhle holen? Nee, komm, das in der Höhle lass mal flacken. Das rentiert sich nicht. Da musst du jetzt ewig reinfliegen und bis du dann wieder rausgeharrt bist, das rentiert sich echt nicht. Besten die Dinger holen, die schnell gehen. Ja gut, jetzt kriegst du nur 11k, ne? Also es wird schon weniger. Ich finde, über 10k rentiert sich noch. Alles drunter wird dann schon lästig. Dafür, dass du jetzt ein Ding aufmachst, ne? Musst jetzt quasi 50 Teile aufmachen, dann hast du ein Level up. Das ist okay, ja. Das ist natürlich nicht mehr so krass schnell wie davor, wo du halt dann irgendwie 25, 26k kriegst pro Teil. Oder mit Dingen sogar, ne? Mit War Mode und allem drum und dran. Und erholt hast du ja dann 50k pro Ding gekriegt. Und das ist halt richtig krass. Das ist halt richtig krass. Da geht's dann halt auch richtig gut hoch. Jetzt nehme ich, glaube ich, hier die paar noch mit, ne? Und dann gehen wir rüber ins andere Gebiet. Nach Legion. Weil da haben wir halt noch, ja,
Noch einmal die Invasion, noch einmal die ganzen Bonusziele. Also da machst du halt schon mal viel mit. Ja, ich denke mal, ganz 103 werde ich hier nicht mehr werden, weil so viele Dinger flacken hier nicht mehr rum. Ich könnte natürlich nach Dings gehen hier. Warte mal, irgendwo war hier noch so eine kleine Höhle, oder? Irre ich mich da jetzt gerade? So, oben ist, glaube ich, noch eins. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ne, die war irgendwo hier, die Höhle, ne? Hier ist sie. Da haben wir was, genau. Eigentlich war das der Plan, auf 103 zumindest noch zu kommen, aber das wird nicht mehr ganz ausgehen. Außer ich gehe noch in den Tanan-Dschungel, das könnte ich machen. Und die Spitzen von Arak habe ich fast auch alle flacken lassen, ne? Also da habe ich auch nicht mehr alle aufgemacht. Wobei da halt auch ehrlicherweise die Hälfte von den Teilen hier Dings ist. Die Hälfte von den Dingern hier für, ja, Archäologie. Und diesmal habe ich Archäologie tatsächlich nicht mitgenommen. Das ist das Blöde. Komme ich da jetzt nicht rein? Doch, 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 easy. Hier ist dann Loot und weg. Ja, super, da unten trigger ich den nächsten. Komm, lass mich aus dem Combat raus. Ihr wollt gar nicht in Combat rein. Ah, fuck it. Den werde ich triggern, oder? Ah, jetzt bin ich aus dem Combat raus. Na, wunderbar. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Gut, 100 haben wir jetzt dadurch schon wieder gemacht, ne? Ach, da unten hängt das eine noch. Ja, gut, komm. Das nehmen wir noch mit. Weil was kriegst du in Legion für so ein Ding? Ich glaube auch so um die, ja, 70, 80k kriegst du da für so ein Ding. Also jetzt auch nicht so krass viel, ne? So ein Bonusziel für die Invar kriegst du halt richtig viel, das ist klar. Da kriegst du richtig viel. Ist denn eigentlich gerade die Invasion? Da muss ich jetzt gleich mal gucken gehen. Ah, ein Walcherar ist sie, okay. Ja, noch 2 Stunden. Das ist ja lang genug, also da hast du noch ein bisschen Zeit. In Walcherar. Da unten ist das nächste. Du kriegst auch noch 11k, oder? Für das Ganze? 14. 14 Was, Glück steht 14? bei mir. Aber du bist. Ja, 100. Ach, du bist 100. Ah, du bist noch ein bisschen niedriger als ich. Ja, gut, klar, für dich bringst du dann noch mehr, ne? Ah, da sind ewig viele Viecher wieder. Das ist das Ach Lager, wo du. der eine Rare durchflitzt, der das Toy droppt, wo ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ewig gefarmt habe, dieses Dreckstoy, ne? Das ist ein richtiges Drecksding, weil du ewig wartest, bis er unterwegs ist und dann musst du wieder warten, bis er wieder respawnt, was halt, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine halbe Stunde oder sowas dauert. Oder Viertelstunde, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber der hat auch eine beschissene Dropshow, also eine richtig beschissene. Halt, wir haben da irgendwas vergessen da hinten. Was ist das hier noch? Irgend so ein Paket ist da noch. Ah, schau mal an. Das brauche ich tatsächlich noch. Da kommt noch so ein Ra-Typ raus. Den klopfen wir nicht um. Rares bringen meistens nichts. Ach fuck, jetzt bin ich mit irgendwas in Combat gekommen. Einmal weg da. Ja, gut. Also, so krass schnell kommen wir jetzt hier nicht mehr voran. Nehmen wir die da hinten noch bis hierher mit und dann porten wir rüber. In Tannan-Dschungel würde ich jetzt nicht mehr gehen unbedingt. Da hatte ich zwar das letzte Mal für die einen Kisten ziemlich viel bekommen, aber fuck, nee, das lasse ich liegen. Scheiß drauf. Die Wölfe, die kill ich nicht nochmal. Da hatte ich das letzte Mal für diese eine Kisten ziemlich viel gekriegt. Aber ich glaube, das haben sie schon wieder genervt, ne? Die haben das ja eher angepasst, dass du jetzt nicht mehr unendlich hier hochbasteln kannst mit dem Zeug. Ich Du glaube wolltest auch, mit dass dem. sie es genervt haben. Ich habe es mal versucht nach deinem Video, es ging aber nicht. Okay, na schade.
Mit dem Dunkeleisenzwerg, ja, da wollte ich eigentlich auch nochmal gucken. Aber ja, das wird wahrscheinlich jetzt wieder sonst zu spät. Dann mache ich das bei der nächsten, weißt du? Wann ist denn, warte mal, die ist jetzt quasi um bis 5 und die nächste ist dann Dienstag. Nee, Sonntag ist dann 5 p.m. PM war nachmittags, ne? Bin da mal so ein Gimp drin. Du hast gerade gegoogelt, ne? Und dann so, Nee, ja. ich musste überlegen. AM, ich merke mir, es ist After Midnight. Dann PM ist 12 Stunden später. Ja. Gut, ja, dann ist es bis abends, dann kann ich das theoretisch morgen machen. Sind ja mal 6 Stunden die Dinger. Dann kann ich morgen Abend vielleicht beide schon fertig basteln, je nachdem. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier noch die paar Sachen, dann habe ich wahrscheinlich das halbe Level. Die Inn war fast 2 Level. Die ganzen Dinge abklappern bringt auch etwa 2 Level. So Pi mal Daumen, ne? Also kannst du, ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber 3 bis 4 Level durch das ganze Zeug rechnen. Dann bin ich 105 bis 106, irgendwie sowas um den Rahmen. Ach, die Kiste wieder. Warte mal, habe ich mir das jetzt nicht gemerkt? Nee, so rum war es, warte. Zack. Zack, 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 so rum, ja. So war der Code. Einmal überkreuzen, dann hin und her. Na gut, wenn, ja. Dann morgen nochmal. Na, es reicht nicht ganz. Dann müsste ich morgen mit dem anderen noch ein paar Dungeons oder so machen. Dann kann ich aber morgen beide fertig basteln, theoretisch, ne? Wenn das so aufgeht mit meiner Rechnung. Wahrscheinlich wird es ein bisschen weniger sein. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Dann kann ich ja auch mal ein paar Instanzen laufen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Die habe ich mir eh noch nicht angeguckt, ne? Wo war das? Ne, das war nicht ganz unten. Das war irgendwo hier geflaggt, ne? Da ist es. Schau mal an. Da haben wir es. Ja, mo morgen muss ich dann eh auch nochmal gucken. Ich wollte. Dann laufe ich mit dem letzten Char nochmal die Dungeons, weil ich habe ja vorhin den einen über Inseln noch auf 120 gebracht, ne? Das ist mein 20. 120er dann quasi. Und dann werde ich es morgen so machen, dass ich die beiden Chars auf 110 bringe. Wird, denke ich mal, schon irgendwie klappen. Und dann mit dem neuen 120er einmal die Warfront, also dieses Item-Level über die Warfront hochbasteln und den Rest wahrscheinlich kaufen. Auf Antonidas ist es relativ günstig, da geht das, ne? Den Rest an Items kaufen. Ich kann es mir sogar selber herstellen. Es ist ein Lederchar. Ich habe ja einen Lederer. Und sobald ich das habe, dann einmal die beiden Dungeons durch und dann, ja, schauen wir mal. So. Vielleicht habe ich ja mit dem Luck, ne? Mit dem neuen Char, dass ich da mal was rausziehe. Aus King's Rest und Freehold. Ne? Das sind die beiden, die mir noch die Mounts fehlen. Ja, wir mal schauen. Da lag's doch. Ich war genau drauf gestanden, deswegen ist nicht. Ja, es ist zu spät. Wir haben schon 3 Uhr in der Nacht, ne? Ich merke schon, ich baue schon extrem ab hier. Aber jetzt will ich noch durchziehen, zumindest das, dass ich die Invasion auch noch mitnehmen kann. Das zumindest will ich noch machen. So, was haben wir hier noch? Oh ja, den Sack nehmen wir noch mit. Dann können wir uns wegporten, ne? Dann haben wir jetzt das größtenteils das Zeug. Ja, ein bisschen mehr als das halbe Level haben wir sogar noch gemacht. 2 Drittel fast sogar, ne? Jetzt könnte man theoretisch hergehen, also in Spitzmühle Ark habe ich alles flacken lassen. Ne, hier liegt auch noch einiges.
Und da drüben auch, aber ihr habt ja gesehen, es wird immer ein bisschen weniger und irgendwann lohnt sich's nicht mehr. Also ich würde sagen, spätestens ab 103 rentiert sich's eigentlich nicht mehr. Was ist denn eigentlich mein Ruhestein, wenn ich jetzt mal so überlege? Habe ich den eigentlich nie irgendwo hingesetzt? Ich müsste eigentlich in OG rauskommen, wenn ich jetzt einen Ruhestein drücke, oder? Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, was passiert. Hier ist der Ruhestein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo mich der Ruhestein hinbringt. Ah, perfekt. Einmal nach OG. So, wo ist denn jetzt die Questreihe nach Dalla? Ich glaube, die ist da vorne. Bei der Horde war sie, war das vor der Base. Weiß ich habe ja nur etwa 20 Chars, die schon gemacht haben auf der Hordenseite. Gefühlt, oder? Wie viel habe ich? Ich habe einmal jeden auf einem anderen Server, also 12 Hordler. Und dann habe ich nochmal 5, 6. Ich glaube, 18 müsste ich haben. Das müsste der 19. sein. 19. Hordenschar, der diese Hürde nimmt. Also eigentlich doch schon ein paar müsste man meinen, dass ich das hinkrieg. Der Char ist es doch eigentlich, oder nicht? So, ich gar keine Quest. Ich kann direkt überspringen. Okay, ja gut, machen wir das doch so. Aber jetzt krieg ich den Ruhestein gar nicht, oder? Oder hatte ich die In Quest Dala automatisch. kriegt man den doch meistens, oder? Ja, aber eigentlich hast du doch die Quest nach Dala. Habe ich die jetzt automatisch gekriegt? Nicht, dass ich den Ruhestein jetzt nicht krieg. Ah doch, die Quest habe ich anscheinend so bekommen. Okay, passt. Wo stand der vor dem Tor? Ja, genau, vor dem Tor. Ach, da der. Also wenn noch jemand die Dings braucht, ne? Wir machen jetzt diese Bonus-Dinger. Ihr könnt, ich schreibe einfach Täler rein. Wenn ihr Bock habt, joint da rein. Wenn nicht, ist auch wurscht. Ja, also könnt ihr gerne mitkommen. Wenn. Okay, es lädt gerade zum Queuen. Oh! What the fuck? Aus der World Quest Kiste 93? Das ist krass. Das ist krass. Nicht schlecht geht's jetzt an der Stelle. Schau, also dieses Item hat er anscheinend aus der World Quest Kiste rausgekriegt. Ne? Seht ihr auch Titanforged? Ja, kann man brauchen. Ja. Von der 355er, von 355 auf 93. Nicht schlecht. Das sind einige Item-Level, die hochgerollt sind. Not bad, not bad. Also am besten einfach jetzt erstmal zu dem Naga-Ding. Dann machen wir jetzt die drei in Asuna und dann fliegen wir rüber, machen die Invasion plus die in Dings drüben. Ich bin zu weit mit dem. Ich fliege mit dem Hunter auch noch ran, ne? Dann kann man da auch noch ein bisschen mit drauf schießen. Aber hier wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel reißen, weil der halt auch nur 112 ist und jetzt auch nicht so ein geiles Gear hat. Aber zumindest wahrscheinlich ein bisschen was. Die Bobs leveln ja auch bis 110 mit ihm mit. Ja, das ist ja das. Also, jawohl, mit dem hau ich es auf jeden, mit dem Hunter hau ich ihn auf jeden Fall schneller down als mit dem Ding. Stell den Hunter da hinten ab. Schieß mit dem Hunter halt Autoshot die Mobs tot. Bisschen kann er supporten. Naja, 61% haben wir schon. Im Hunter schieße ich ganz gut was tot hier. Eigentlich musst du diese Speere nehmen und auf die großen Mobs schießen. Das bringt am meisten. Ah, ich habe im Hunter jetzt so einen großen getötet und das hat gereicht. Bist du auch fertig? 76, sagt er bei mir. Okay. Und dann muss ich mit dem Hunter noch ein bisschen was anschießen hier. Na ja, gut, ich one-shotte die mit dem Hunter auch fast. 88.
Warte, ich mach hier nochmal Speerfeuer. Also mit dem Speerfeuer kill ich die fast, die Mobs. Okay, fertig. Wunderbar, dann auf geht's zum nächsten rüber. Dum-dum-dum. Das ist ein bisschen ätzend, das andere. Das dauert nämlich eigentlich immer ewig. Komm, ich stell den jetzt hier relativ mittig hin und schieß da mal drauf. Mit dem Hunter mache ich mal Speerfeuer hier. Schauen wir mal, ob das was bringt. Warte mal, die zählen alle nicht? Zeig mir nicht, dass die alle nicht reinzählen. Die ich jetzt da gepullt habe mit dem Hunter. Mein Gott, okay. Ja gut, ein paar Prozent habe ich gekriegt. Ich hab da hinten einen Haufen Nager gepult, ne? Aber das hat alles nicht ganz so gezählt. Schade. Jetzt hau ich mit dem ein bisschen wo drauf, im Hand ein bisschen, dann kriegen wir da schon was zusammen. Solange wir nicht wieder irgendwelche Dudes haben wie das letzte Mal, die hier sabotieren. Die haben immer unseren Hexer auch gekillt. Ja, wo ich mir auch gedacht habe, der wurde auch immer erwischt. Du musst halt auch manchmal ein bisschen taktisch dich positionieren und nicht überall reinlaufen, weißt du? Das ist Ja. halt manchmal auch was wert. Vorsicht. Na, warte, ich muss mir jetzt mal hier stunnen. Ich muss immer mit dem Hunter auch noch wo reinschießen nebenbei. Weil der legt ein bisschen mehr als ich mit dem Char hier. Komm, ich mal jetzt die restlichen Dinger noch auf. Geht eigentlich, bringt am meisten hier diese Sachen anklicken. Hier diese aufgespießten. Das ist eigentlich mal das Beste, was du machen kannst. Du bist auch bei 81%, oder? 81, ja. Ja, wunderbar. So, schießen wir da mit dem Hunter noch ein bisschen drauf. Die Dinger sind aber entkommen auch die ganze Zeit. Ist das so nervig? So. Ein Was? kleines Ding brauchen wir noch. Komm, dann nehmen wir den Aufgespießten noch schnell mit. Perfekt. Aber schau, das bringt auch nur 75.000, ne? Also, die in Dings wären wahrscheinlich immer noch sinniger. Weil die, also bis 103, nee, 102 war ich ja vorhin, hat das zumindest noch 99.000 gebracht. Also, die bringen relativ lang ziemlich viel. Aber hier haben wir dann noch eins. Und dann können wir halt Valsharadi paar machen. Das sind ja auch nochmal, hier unten ist eins, da oben, ne, hier war eins noch. Und jetzt haben wir die. Die Inbar haben wir ja auch noch zusätzlich. Also da ist ein bisschen was zu machen noch. Da ist noch ein bisschen was. Mal schauen. Also bis 105 dürften wir auf jeden Fall noch kommen. Also bin mir relativ sicher. Vielleicht sogar bis 106, je nachdem. Beim Hunter können auch diese Special-Sachen auslösen, weißt du? Das ist gar nicht so schlecht. Kann der die Sachen aufmachen? Nee, der hat die natürlich schon alle fertig. Da muss ich die mit dem aufmachen. Ja, das ist mit der Ding schon relativ angenehm. Mach ich mit dem die ganzen Fässer auf, mit dem Hunter schieße ich die Mobs kaputt. Oh, eine Kiste. Übrigens, die Kisten bringe ich hier manchmal auch EP, ne? Aber leider nicht alle. Das ist ein bisschen blöd. Also irgendwie so jede fünfte Kiste bringt irgendwie EP. Das ist teilweise ein bisschen blöd gemacht.
Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwo ein paar Fässer rumflacken haben. Nee. Ach doch, da oben haben wir noch was. Schieße ich mit dem Hunter den Boss mal noch kaputt. Der hält ja verdammt viel aus. Ja, der Boss hat viele Prozente gebracht. 3 brauchen wir jetzt noch. Plackt bei dir noch irgendwas rum? Wie so ein Fass oder irgendwas Kleines? Den vielleicht? Naja gut, der wird keine 3% bringen. Hier habe ich was. Die Fässer bringen halt relativ viel. Ja, passt. Fertig. Dann können wir rüber. Müssen wir mal gucken, wo die Sachen für die Invar sind. Können ihr erstmal das eine Bonusziel machen und dann die Invasion quasi. Weil hier sind wir halt gleich direkt nebendran. Mhm. Da oben. Hier links ist ja auch sofort eine Invar. Boss killen. Ja genau, die können wir dann gleich danach machen. Überall, ja. So, hier oben musst du die Quests am besten annehmen. Moment. Ja, stimmt da. Ja. So wie das letzte Mal. Ja, die kannst du halt ganz bequem mitmachen. Das ist halt ganz gut. Das ist halt ganz gut eigentlich. So, warte, jetzt muss mein Hunter da wieder ran. Ja, aber hier merkst du, also hier one-shottet auf nicht mehr alles. Er macht zwar relativ gut Schaden, ne, gegen das Zeug, aber... Aber diese Sachen, diese extra Sachen von der Artefaktwaffe procken halt. So, 2. Warte mal, habe ich das Ei schon gelootet? Ah, die Quest musst du einmal looten, dann kriegst du nämlich die extra Quest noch. Gut. Den nächsten. Muss halt blöderweise diese Feendrachen-Quest, ne, die zählt halt nicht für alle. Das ist halt echt ein bisschen blöd. Der muss halt immer alle einzeln anhauen. Tag den mal, wo ich hier hab, auch mal. Aber dann, ich glaube, die zählen dann sogar für beide, oder? Ja, hoffe ich zumindest. Das hat geklappt. Ja, aber die musst du halt antaggen. Aber sonst zählen sie nicht für einen. Einfach reinlooten. Hat auch gezählt. Hat das auch gezählt? Also, da musst du wahrscheinlich genau daneben sein. Wusstest du, dass das für dich zählt, sonst hätte ich dir den nicht geklaut. Ja, klar. Das war die Rache. So. Ein. Wie viel brauchst du noch von den Mondschwingen? Weil ich brauche nur noch einen jetzt. Da hinten ist noch der letzte. 2. Okay, dann stelle ich mal bei dem auf jeden Fall auch daneben. Jo. Hat gezählt, oder? Perfekt. Dann ja. Brauche ich noch ein Ei. Ding ist fertig. Dann muss jetzt nur einen Mondschwingen-Dude anklicken, dann hast du es auch, ne? Mhm. Und da bin ich auch so weit durch. Ja, hier ist halt ganz praktisch, dass du die Quest direkt mitmachen kannst, ne? Gut, ja. Etwa ein halbes Level habe ich voll. So, okay. Dann einmal nach oben. Da haben wir jetzt halt auch gleich 2 von den Dingern hier nebeneinander stehen. Okay, auf geht's. Mal schauen, ich schätze so eineinhalb Level oder so müssten wir kriegen, vielleicht sogar warte mal, ich kann ja den Pot nur reinhauen, das habe ich ja vollkommen vergessen. Oh, ich habe die ganze Zeit den Pot nicht aktiviert, ne? Die 10%. Ach, das wäre jetzt halt auch noch clever gewesen. Weil ich habe mir extra ein paar gekauft. Naja, egal. Nochmal 10% mehr.
schieße ich da mit dem Hunter noch ein bisschen rein. Ja, hat sie erledigt. So, was brauchen wir denn jetzt noch? 25%. Mal noch ein paar von den Viechern auf, dann haben wir es eh. Den Ponys. Passt. Dann können wir unten den Boss machen, den wir brauchen. Ja, da haben wir jetzt gut über 100k gekriegt, ne? Das macht schon viel. Also das macht schon richtig viel aus. Fängt den jetzt einfach mal off. Jetzt schießen wir mal ein bisschen mit dem Hunter drauf. Mein Hunter hat leider halt auch nicht so gutes Gear, ne? Das ist halt die Sache. Ziemlich Drecksgear. Aber er macht zumindest mehr Schaden als mein Monk. Also es lohnt sich mehr, mit dem drauf zu hauen. Naja, gut, den kriegen wir auch down. Darf bloß nicht vorher abrauchen hier mit dem Morgen, so ein bisschen gegenheilen muss ich mich. Ja, jetzt habe ich gleich nochmal. Ach shit, ich hau auf die ganze auf den falsche Ziel mit dem Hunter. Hier, jetzt auf den hier muss ich. So, Level up. Ja gut, okay. So, dann können wir da unten den Boss machen und dann hier hoch die drei noch. Heu, hier ist jetzt gar nichts, sonst ist eigentlich da hinten immer was. Sonst sind meistens hier immer zwei, ne? Was haben wir da? Oh nein, das ist das Drecksding. Das ist ein Boss. Und da oben, ja gut, das kenne ich. Das ist easy. Ah, das ist immer nervig, wenn man mit beiden Chars gleichzeitig fliegen muss. So, ich habe ihn schon mal angetaggt. Warte mal, wo muss ich jetzt mit dem Hunter hin dahinter? Flieg doch bei dem Hunter einfach mit. Ja, das stimmt, das könnte ich machen, ja, das stimmt, das wäre einfacher. Das wäre einfacher. Der Hunter hat auch bestimmt auch ein Pet, das tanken kann. Du hast dich jetzt hier zerfetzt. Ach so, ja, ich müsste. Jetzt bin ich gefiert. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so blöd gewesen. Warte. Ach. Na komm, ich schieß den einfach jetzt mit dem Hunter kaputt. Heile ich mich mit dem anderen, schieße ich einfach drauf. Multitasking. Ich sollte mein Dings anmachen. Okay, so, okay, da geht er down. Ich hab ja. Ach komm! Von uns kann keiner retzen, ne? Oh nein! Nein! Jetzt ist er noch gestorben, weißt du? Das ist doch ernsthaft. Oh nein! Wie lange muss ich denn jetzt? Aber hier kannst du zum Glück fliegen, das ist nicht so weit. Ist das dumm. Ach, echt? Glaube ich denn jetzt. Naja, ein Drittel haben wir schon wieder. Ich denke mal, jetzt durch die drei Dinger werde ich wahrscheinlich noch knapp Level up werden, dann bin ich 105 und dann können wir noch ein paar von den anderen machen, ja. Also wenn es gut läuft, werde ich mit all overall noch vielleicht, wenn es ganz gut läuft, 105 auf jeden Fall, 106 vielleicht mit den Bonuszielen, die wir jetzt im Hochberg und im Dings noch haben. Das könnte ausgehen. Dann mache ich morgen nochmal Inva und dann muss ich halt ein paar Innis oder so machen. Aber mal gucken. Je nachdem. Das ist immer das, was ich eigentlich leeche, das hier. Weil es eigentlich nervig ist.
wenn du ein paar Leute bist, dann geht es relativ zügig. Ja? Aber wenn du da allein runter rumhampelst, dann brauchst du. Jetzt erstmal die ganzen Dinger hier auf. Dorfbewohner sind halt immer nervig. Zum Glück kannst du das Meister so aufmachen. Naja, okay, das geht nicht. Ah, da können wir mit dem Hunter mal reinfeuern. Ja, da waren ja sogar einige Dorfbewohner dabei, ne? Nice. Pass Oh auf, du shit, ich bin feigst schon. wieder. Ja, ich bin wieder am Sterben. Gerade am Hunter geguckt. Ja, wir brauchen. Ich hätte mit einem Char kommen sollen, der retzen kann, ne? Am besten mit dem Dudu oder so. Das wäre ein wenig besser gewesen. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Ein paar Dorfbewohner, ein bisschen Wasser. Da haben wir noch einen Dorfbewohner. Moment, ich supporte den mal. Brauchst keinen Dorfbewohner mehr pullen, ich hab nur einen. Okay. Den kill ich jetzt mit dem Hunter noch fix. Okay, dann sind wir da auch durch. Super. Der Hunter ist aus dem Combat rausgekommen, der andere nicht. Ah, doch, jetzt. Perfekt. So, jetzt haben wir noch einen Boss und da oben die einen. Und das, die gehen aber beide schnell. Das sind beide dankbare Quests. Schauen wir mal, ob ich das nebenbei hinkriege, einzuschenken. Ja. Da ist schon einer dran. Oh, ich bin zu weit geflogen mit dem Hunter. Wo ist er denn? Da unten. Da feuern wir jetzt gleich mal drauf. Wobei halt 200k ja eigentlich schon auch relativ viel ist, ne? Also ist ja eigentlich nicht so viel weniger als jetzt einen Elite, den du auf 120 hast an vom Life her. Das haben an, also sie skalieren ja auch mit dem Item Level, ne? Aber am Anfang haben die ja auch um die 200k, umso höher du vom Item Level bist, umso mehr brauchst du da. Oh, das ist jetzt auch noch einer von der anderen Fraktion hier, von der Allianz in dem Fall. Komm, jetzt aber. Gut, ja, das müsste eigentlich reichen, dass wir nochmal Level up werden hier. Ich hoffe es zumindest. Dann haben wir ja hier auch noch ein Bonusziel hier drüben. Das können wir eigentlich jetzt als erstes machen. Müsste hier das in dem Fluss da, dass wir das noch mitnehmen und dann nach oben fliegen. Dann haben wir noch drei im Hochberg und zwei im Sturmheim und dann sind wir durch. Ja, ich denke mal, so eine knappe Viertelstunde haben wir noch, das müssten wir eigentlich packen in der Zeit. Boah, und dann hau ich mich, glaube ich, auch in die Haie. Also ich bin echt fertig jetzt. Man möge es mir vielleicht auch noch ein wenig ansehen. War jetzt dann doch ein bisschen viel Power Leveling. Wo haben wir den? Da. So, ich bin eins weiter geflogen. Hier hinten. Hunter Power einmal rein da. Passt. Perfekt. Ah, ich mach mal das ganze Zeug hier auf. Da bin ich, glaube ich, am besten geeignet für. Zack.
Naja, 40% haben wir schon. Der Große bringt auch relativ viel, ne? Muss ich mal gucken. Da werde ich mir mal mit dem Hunter ransetzen. Bloß den einen sollten wir nicht pullen, der da jetzt rechts drin ist. Den brauchen wir nicht. Der bringt nämlich gar nichts. Der bringt tatsächlich gar nichts. Ich glaube, den Großen hätten wir gar nicht machen. Wir sind schon bei 94%. Der ist jetzt eigentlich fast ein bisschen wasted. Oh, Bodypull. Hier. Du hast nicht den Boss. Oh nein, der hat nämlich eh viel Life. Wird hier gefiert? Sogar im Klingenwirbel. Ich glaube, sollen wir den einfach. Warte, jetzt muss ich Outrangen. gucken, dass ich nicht sterbe. Ja, dass wir den einen Boss noch. Obwohl, aber hier sind ewig viele Mobs. Ich weiß nicht, ob wir da wegkommen, ob das gut ist. Der hat, glaube ich, ziemlich viel Life, ne? Der braucht ewig. Jetzt schauen wir mal, wenn wir dahinter laufen, kommen wir da weg. Hier einfach in den Fluss reinlaufen, weil der eine hat halt 130k, ne? Das dauert halt auch wieder ein bisschen, den umzunatzen. Einfach hier ein bisschen in den Fluss rein und gut ist. Lassen wir aus dem Combat kommen. Ja, hat mich gekillt. Naja, das ist halt der Hard Reset, ne? Oder so, weißt du? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hock mich jetzt hier drauf auf meinem anderen Char und flieg mich rüber. Könnt noch den World Boss machen, ne? Der ist auch noch ab. Aber der bringt keine EP, also der ist dann quasi geschenkt. So. Du bist auch da, ne? Okay, wunderbar. Ich habe mit dem Hunter schon wieder alles zusammengepult Ich hier. sehe es. Okay, Dämonen haben wir eh genug. Wir müssen jetzt das Zeug anklicken. Da steht noch einer dran. Naja, da hinten ist auch noch einer dran. Na, ich gehe da hin. Weg, da hinten. Das war's. Jo, perfekt, ich bin auf 105. Gut, ich denke mal, aber das eine Level werde ich jetzt auch noch packen. Versuche mit dem Dings mal auszurangen, mit dem anderen kann ich eh dann totstellen. Ja, jetzt bin ich aus dem Combat raus, wunderbar. Und weiter geht's. Jo, dann haben wir jetzt noch drei im Hochberg und zwei im Dings der Bumster im anderen Gebiet. Turmheim. Sturmheim, richtig, so rum war's. Die sind eigentlich relativ zügig gemacht. Das Harpiennest da unten. Boah, das ist echt Power Leveling. 2 Mill Experience pro Stunde. Schon krass. Ja, du kannst halt diese Sachen alle recht gut nutzen, ne? Wenn du jetzt siehst, also ich werde wahrscheinlich relativ. Ja, ich denke mal, das wird schon nur ausreichen, dass ich auf 106 komme, wird zwar knapp, aber, ne? Und dann habe ich halt noch 4 Level, ne? Und wenn ich dann noch 2 Invasionen mache, dann hat sich das eigentlich schon. Also relativ gechillt eigentlich alles. Noch einmal hier Sperrfeuer rein. Weißt du was, ich verticke jetzt das Zeug mit dem und mache mit dem Hunter hier ein bisschen Spaß.
Du tust hier einen Trainer so einen Haufen. Warte mal, kann ich irgendwas nur anlegen? Ja, viel halt auch nicht mehr. Nö, das ist eigentlich alles schlechter. Das hier könnte ich anlegen, das ist ein Ticken besser. Den ganzen Rest kannst du eigentlich alles weghauen. Es gibt ein paar Sachen, die könntest du ins AH hauen, wegen Transmog oder so. Halt, weil die Trommeln, die sollte ich nicht verticken. Aber im Endeffekt kannst du das ganze Zeug eh alles vergessen. Bringt zumindest nur ein bisschen Gold, ne? Sonst ziehst du das halt immer 5 Jahre mit, den ganzen Käse. Also auch diese Sachen, die du theoretisch hier an Mats weghauen könntest, die verkaufen sich halt auch mehr schlecht als recht. Also es rentiert sich auch nicht so wirklich. Das Zeug ist dann halt noch Garnisonsressourcen. Ja, bei so Transmog oder grünen Items, Problem, du zahlst doch immer diese Anzahlung, ne, wenn die, oder? Das frisst Wenn sich auch du. irgendwann auf, ne? Das ist echt so. Ja. Also das ist halt auch nur so bedingt gut, ja. Deswegen, ja. Es muss halt schon wirklich was Wertiges sein, so ein Gammeltransmog, das bringt dann halt auch nicht so viel. Ach, Kacke, jetzt bin ich hier abgemountet worden. Noch gar nicht fertig. Ich wollte schon weiter. Was noch Wir gar sind ja nicht noch gar fertig? nicht. Wir waren noch gar nicht fertig mit Ach dem so, ja, ein paar Prozent brauchen Bonus-Ding. wir noch. Fertig verkauft und losgeflogen. So. So. Gut. Ja, die Hälfte habe ich jetzt. Vier Dinge haben wir noch. Ja, was habe ich jetzt gekriegt? 82k, 116. Ja, doch, das müsste eigentlich nur reichen. Das müsste nur reichen, dass ich da nur auf 106 komme. Mal gucken, den großen wollen wir nicht pullen. Besten alle Eier looten, an die man rankommt. Ja, passt, das ging jetzt schnell. So, dann einmal die Murlocs noch. Lang dauern bloß die Drachen hinten, ne? Zieht sich ja halt leider mal ein bisschen. Ja, die bringen sehr wenig Prozent, das ist nervig. Vor allem, das ist halt relativ weit aufgesplittet auch, das Gebiet. Dann hast du dieses Murloc-Lager noch, das ich sonst immer vergessen habe. Da unten, das ist dann das letzte. Ja, aber ich denke, da komme ich schon noch hin. Oh, auf 106, das müsste eigentlich schon reichen. Beim Hunter ist praktisch, da procken immer diese Special Buffs, die du ab 110 kriegst, wo dann immer so Stacheln aus dem Boden kommen oder so ein Feuerregen oder diese Welpen. Und das macht halt ultimativ viel Schaden, ne? Das nutzt die Mobs halt übelst schnell weg.
Da muss ich eigentlich nur einen Autoshot mal reinmachen, dann kommt schon dieser Special-Effekt und alle Mobs sind tot. Das ist halt echt praktisch. Das haben wir. Da sind wir schon fertig, wunderbar. Heute nicht bis 8 Uhr. Nee, ich gehe danach ins Bett. Ich bin so müde, echt. Das geht gar nicht. Ich mach das jetzt hier noch fertig und dann hau ich mich in die Falle. Also, das, ja. Gucken jetzt das beide Time übereinander. Nächste BFA-Invasion wäre um 4 Uhr, in 4 Stunden, aber die mache ich, also die werde ich sicher nicht mitmachen. Gut, die geht, glaube ich, auch 6 Stunden lang, ne? Ja gut, wenn ich jetzt 8 Stunden penne, dann könnte ich so theoretisch noch mitnehmen, aber wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Außer es ist natürlich, nee, das steht jetzt da gar nicht dran, ne? Außer es ist wieder in Voldun, die bräuchte ich nämlich noch für beim Hordenschar für ein Achievement. Aber da müsste auch die richtige World Quest sein, ne? Die ganz am Anfang war mit diesen Dings. Nee, also hier sagt mir das in 4 Stunden. Bei mir auch. In 7. Du scheinst da falsche Informationen zu haben. Hier, das hier und das hinten noch. Beiden sind noch offen. Naja, die machen wir jetzt aber noch schon fertig. Wir sind jetzt gerade so auf der Stunde. Ach, sie läuft 7 Stunden. Ach so, okay. Ja gut, dann. Ja, dann habe ich jetzt quasi, bis es endet. Ne, nur 11 Stunden und so lange werde ich auch nicht pennen. Naja, wohl. Naja. Man weiß nie. Nein, ich glaube, vorher komme ich schon raus. Immer. Aber selbst online steht jetzt nicht, welche Invasion kommt. Ja, das ist ein Also bisschen komisch. Ja, Ding ist praktisch hier, Sperrfeuer. Naja, das hat jetzt gerade mal 16% gebracht, ne? Das war jetzt auch nicht sonderlich viel. Den da oben haben wir gar nicht erwischt. Ah, das ist, weiß ich nicht. Die will ich am liebsten aber immer auslassen. Die ist total nervig. Also was, ich stelle jetzt meinen Char da oben rein und mache das mit dem Hunter. Das ist, glaube ich, wenn ich da jetzt mit beiden wieder rumfrickel, das zieht sich bloß länger. Ach shit, ich hab es wieder mit dem anders gebindet als mit den anderen Chars, ne? Glaub, die Kleinen bringen auch was, oder? Also bei denen erwische ich da gar nicht mit dem Sperrfeuer. Ich glaube, du musst dann die Eier aber aufmachen, weil die kann ich mit denen, glaube ich, nicht. Oder ich mache dabei mit dem anderen die Eier auf, das könnte ich vielleicht machen. Hier. Hier boah, wir haben erst 39%, ne? Hier hingehe. Ach, das sind Steine. Wolltest du die Steine aufmachen, oder was? Ja. Ja gut, kann man machen. Ich mit dem alle Mobs weg und mach mit dem anderen die Dings auf. Kann ich's auch machen. Also gut, die Eier haben einen Braunton und die Steine sind halt grau, ne? Also schon, so ein bisschen anders schauen sie schon aus. Wenn's leuchtet, dann klickt man drauf. Ach so, du hast auf den leuchtenden wo du diese Viecher runterschießen kannst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay.
Da noch irgendwas an Eiern? Nee, sieht schlecht aus. Was haben wir denn? 83. Naja. Wird schon langsam besser hier. Die Welpen bringen halt auch nur einen einzigen Punkt, ne? Hier unten sind drei Eier. Bin gerade mit dem Ding noch ein bisschen was am Abschießen. Nee, das sind auch Steine, ja. Jetzt hätt, ich hätte wäre fast auch drauf reingefallen. Ah, da unten ist eine Kiste. Vielleicht bringt die LP, mal gucken. Nö, das war eher ein Reinfall, die hat nichts gebracht. Und zwei Mobs habe ich hier jetzt noch. Tja, ein bisschen, ein paar Prozente brauchen wir noch. Oh shit. Das war. Ich dachte, ich bin schon aufgemountet. Ich wollte gerade schon losfliegen. Und jetzt hat es mich fast wieder zerrissen. Warte mal, waren da nicht noch was? Nee. Also ich bin durch. Ist durch? Okay. Brauche nur 1%. Haben wir noch irgendwo einen Drachen? Warte, den kann ich doch mit dem Ding noch totschießen hier mit dem Hunter. Okay, jetzt bin ich auch durch. Und Level up. 106. Ah ja. Gut, eine haben wir noch, die machen wir noch fix. Und dann, ja, sind wir zumindest hier fertig. Zum Murloc. Den Murlocs noch runter. Boah, dann haben wir halt auch schon wieder vier, ne? Echt, ist das immer so abwechselnd? Ja, stimmt, das kann sein, ne? Das ist immer hin und her. Als letztes war jetzt Boralos. Ja. Obwohl Doom war aber, glaube ich, auch erst, ne? Oder? Ich bin jetzt gerade überlegen, boah. Also ich dachte eigentlich, dass der Rhythmus immer einmal komplett durch ist mit den sechs Invasionen. Aber wir werden's morgen sehen, was ist. Duldasa war zuletzt, ne? Da müsste doch Nazmi jetzt dran sein. Es kann So sein, davor. Bauchgefühl. Lass mir, habe ich die Erfolge schon alle. Mir fehlen eigentlich nur einer auf Horde und einer auf Ali-Seite, ne? Der auf Horde ist halt der, wo du Archäologie machen musst als Vulpira. Da muss halt erstmal die richtige Worldquest wieder sein. Und der als Ali, ist noch dieser eine Blöde, wo du. Oh, hier kann ich Sperrfeuer gut einsetzen. Ja, wo du diese Bürger rekrutieren musst, ne? Da Ja, gab's doch schon genau. wieder Leroy. Ich weiß auch nicht, warum da immer der gleiche kommt. Das ist total blöd. Das waren jetzt halt auch nicht so. Ich habe jetzt hier eigentlich alles, was da rumstand. Mit Dings zusammengepult, ne? Ja, 35%. Schauen wir mal, jetzt loopen wir noch ein paar Dings hier. Scheiße. Ohne Legion-Waffe macht man hier nicht viel. Ja, das dauert schon ein bisschen, bis du die umklopfst. Erstmal ein bisschen verteilen, dass wir die Sachen holen. Ich mache halt so ein bisschen Autoshot mit dem Hunter auf alles. Zeug triggert. Am meisten machst du halt echt mit dem Aufsammeln. Machst halt immer irgendwie so 5% rum. Kannst du das aufmachen, während die einen hitten? Ja, es geht sogar. Egal, Mobs einfach ignorieren. Oh, Kacke. Oder vielleicht auch doch nicht. Okay, scheiße. Jetzt werde ich sterben. Ignoriere, dass du stirbst. Ich lauf zu meinem Hand. Ach, verdammt. Verdammt. Ich dachte, ich krieg das hin. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt hau ich mit dem Hunter noch ein paar Mobs und dann müsste das auch erzählen, oder? Ja, das immer, wenn du auf beide Bildschirme guckst. Ja, das geht halt nicht gut. Ja, die P kriegt er auch, wenn er tot ist. Sammel du mal das Zeug auf, hier müsste ja noch was liegen, das sehe ich mit meinem Hunter bloß nicht. Okay. Also das, was hier rumflackt, das liegt ja da auch dran, oder? An der Ding.
Da kriegst du immer relativ viel Prozente. Jo, ich bin fertig. Passt. Todesursache. Hilfe! Nein! Haha, ist auch gestorben. Scheiße. Aha. Ja, ne? Schadenfreude hier. Ein bisschen muss sein. So, dann sind wir jetzt durch mit den ganzen Bonuszielen. Mir jetzt gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.